Willkommen zu diesem neuen Video. Chris hat gerade eben vorgeschlagen, ob wir nicht mal Handys tauschen können. Oh. Ja, Baby. Zeig ja den Lachs. Was ist denn der Lachs? Wisst ihr was? Er hat mich einfach als Christine eingespeichert. Chat löschen. Wenn Andi mir das jetzt abkauft, ne? Oh, ich bin so am Arsch. Du willst mein Handy haben? Ja. Wie lange? Halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Ja. Ich brauche noch ganz kurz Zeit. Warte. Was willst du da löschen? Nein, nein, ich brauche nur ganz kurz. Warte. Direkt jetzt. So. Ja, aber ich gebe dir... Nein, stopp, du. Hier. Ich gehe jetzt woanders hin. Okay, 30 Minuten, let's go. Gehen wir zu Amazon, gucken wir, was die so hat. Also Chrissys Warenkorb ist komplett leer. Sie hat hier irgendwas... Aber Wunschliste? Lockenwickler, Klamotten, Schminke. Ja, kannst du dir doch bald holen. Kreditkarten-Etui. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas Schlimmes finde. Ich bin nämlich auch ab und zu einfach so mal ein Max-Handy dran, wenn ich meins irgendwie gerade nicht finde. Vor allem bestelle ich was bei Amazon. Deswegen wollte ich sein Handy haben. Ich sehe gerade auf Snapchat, also mit Ash hat er auf Snapchat eine Sanduhr und deswegen schicke ich jetzt Ash erstmal einen Snap. So sieht es aus und damit rette ich deren ganzen 59 Flammen. Nummer 1 erledigt und jetzt war ich sogar noch echt hilfreich für Max. Handy, iPhone. Ich wollte eigentlich nach einer Hülle gucken, ob es irgendwas Feines, Schönes gibt. Ich habe nur eine einzige Handyhülle und ich weiß, dass ich brauche mehr davon. Oh, beige hat auch was, ne? Einfach, ach, egal. Ich zahle 35 Euro, das ist mir noch zu wenig. Was brauche ich? Kleine Unterhosen, Socken. Unterhosen können wir holen. 37% reduziert, die kosten 27 Euro, 3 Stück. Kannst du bitte für Erschaffer hier bestellen? Chrissy hat mir einen Snap geschickt. Ah, perfekt. Oh. Also Chrissy chillt jetzt mal auf Snapchat. 102,34 €. Chrissy, es tut mir leid, ne, ehrlich, aber... Katsching! Okay, das ist auf jeden Fall meine Bestellung. Amazon, check. Oh, WhatsApp ganz kurz. Ich gehe WhatsApp. Was privat, Mann. Ich muss sagen, ich dachte, vielleicht ändere ich auch den Hintergrund so ein bisschen bei Max, aber er hat eigentlich schon einen echt schönen Hintergrund, oder? Einfach so richtig schön in Pink. Also ich finde es wunderschön. Rosa Herzen, hä, sogar die Uhr ist auf einmal rosa. Wenn man es öffnet, ist es natürlich auch rosa. WhatsApp könnte ich jetzt durchgucken, finde ich aber bei Max ziemlich langweilig. Er hat hier auf jeden Fall noch gefühlt 12.000 offene Chats, weil Max nicht gut im Antworten ist. Was ich gerade aus Zufall gesehen habe, ist, dass Max Tinder auf seinem Handy hat. Ich gehe jetzt auf Ash Chat, weil Chrissy und Ash haben auch schon was hier irgendwie geschrieben. Ich hätte eine viel bessere Idee. Oh mein Gott, warte, jetzt wird's unangenehm, wenn Chrissy das nachher sieht. Du wirst Ash ein paar Bilder schicken? Ja, guck mal, ich mache jetzt hier so ein Bild hier, schick das Ash und schreib hin, wie findest du mein Outfit? So ganz entspannt, ne? Na Quatsch, da wird sie nicht. Er weiß nicht, dass wir Handys tauschen. Also Ash denkt wirklich, dass das jetzt Chrissy ist. Oh mein Gott. Er schreibt auch noch direkt. Sofort? Direkt. Ich musste mal so lange warten, bis er mir geschrieben hat. Was hat er geschrieben? Das kommt bestimmt noch von irgendeinem Video davor. Du hast ein Like erhalten. Siehe, wem du gefällst. Er macht das nur, um mich zu ärgern. Ich wette mit euch. Wer ist das? Ich hab Nope gewischt. Machen wir einfach mal alle Nope, 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 Nope. Vielleicht kenne ich gleich irgendjemanden. Max Galerie, muss ich sagen, ist auch gar nicht so spannend. Ich kenne das hier gefühlt schon in- und auswendig, weil ich manchmal auch mit seinem Handy Bilder mache oder irgendwas aufnehme. Also hier sind auch so voll viele Aufnahmen und Bilder von mir. Ansonsten kenne ich seine Galerie eigentlich ganz gut. Warte. Blöd. Das ist so bodenlos. Leute, es sind 6 Minuten 40 sind schon... Schreibt er. Ich weiß es nicht. Oh. Schreibt ja, Baby. Zeig ja den Lachs. Was ist denn der Lachs? Das ist ja mal komplett. Das ist ja mal. Was, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was. Willst du. Warte, ich check mal. Willst du mir nicht auch ein Bild von dir schicken? Muss Max ja nichts von wissen, Digga. Das ist. So nicht schreiben, er hat's gecheckt. Was hat er geschrieben? Ich warte, Stuckelhase. Ey, es ist mir jetzt gerade tatsächlich egal, was Christian in meinem Handy macht. Das hier ist unangenehmer. Das ist 1000%ig unangenehmer. Ich antworte jetzt mal auf das Bild hier. Du siehst aber gut aus heute. Heißt, kannst du das schreiben? Schöner als Max, du bist finde. Bescheuert, aber sag es ihm nicht. Der nimmt das doch komplett nicht ernst. Deswegen, das kann man auch nicht. Ja, voll der Hässliche. Danke, danke, danke für nichts, Ash. Also ehrlich, danke schön. Er schreibt noch was. Was soll man dazu noch schreiben? Was machst du heute Abend? Ich schreibe noch nichts. Wollen wir vielleicht essen gehen? Ich sage Max, ich treffe mich mit einer Freundin.
Da fällt mir halt for real nichts mehr zu ein, aber ich muss darauf achten, dass nicht zu viel Zeit dafür drauf geht. Wir sind jetzt schon, also 11 Minuten sind einfach gleich schon um. Weißt du was? Ich habe mir Tinder vorher runtergeladen, auch mit Konto erstellt und Bilder reingeladen und alles und so. Und dir? Und ich habe ihren WhatsApp-Kontakt, ich habe Chrissy umbenannt auf WhatsApp. Sie heißt jetzt nur noch nicht mehr mein Schatz, sondern Christine. Also mal schauen, ob sie es herausfindet. Ich gucke jetzt nochmal auf Amazon. Warum hat Max irgendwelche chinesischen Neujahrssachen in seinem Warenkorb? Hä? Was ist das? Wofür braucht Max sowas? Max, was willst du mir damit sagen? Eine Tasse in Handgranatenform. Irgendeine Uhr. Pinker Glitzer. Okay, ich glaube, das kommt sogar noch von mir. Ich höre Max die ganze Zeit im Wohnzimmer lachen. Ich habe Angst. Was machen die da? Man kann nie genug Haargummis haben, deswegen packe ich jetzt welche in den Warenkorb. Galerie durchgucken, ganz wichtig. Aber nicht die normale Galerie. Wir gehen direkt in den zuletzt gelöschten Ordner. Oder, oh, es gibt einen Ordner mit ausgeblendeten Sachen. Okay, ausgeblendet hat Chris auf jeden Fall schon mal keine Bilder. Zuletzt gelöscht Ordner, schauen wir rein, schnell. Let's go. Da sind ganz viele. Komm. Langweilig. Achso, das hat sie gerade eben aufgenommen vorhin. Ja, okay, das ist Videoaufnahme, alles für einen Vlog von ihr. Das ist ja noch alles für einen Vlog. Ich habe mir hier irgendwie ein paar Sachen erhofft. Okay, hier Bilder von irgendwelchen Kleidern wahrscheinlich einfach, die Chris gerne mal kaufen möchte. Oh Gott, hier ist nichts. Keine Ahnung, hier nicht mal irgendwelche unangenehmen Bilder oder so. Hier ist nicht ein unangenehmes Bild von ihr. Nicht mal irgendwie so ein Fest. Die Selfies dann. Ja, aber davon, oh, mal Leo. Aber hier ist ja nichts, was irgendwie, okay, soll ich mal auf Chrissy ein paar Kleider bestellen oder was? Ich habe keine unangenehmen Bilder von Chrissy. Was mit Insta? Gefunden. Insta? Privatnachrichten rein. Ne, alles okay. Hier Gökay? Das ist der Freund von Angie. Chrissy, was schreibst du mit ihm? Ey, ich muss ganz kurz gucken, dass Chrissy ja nichts Schlechtes macht. Komm mal. Sie kauft auch irgendwas. Ich habe ein bisschen weiter auf Amazon rumgestöbert und ich habe so, das ist irgendeine Schminke. Oh, und die wollte ich schon lange mal testen. Deswegen packe ich den jetzt in den Warenkorb. Mal gucken, was ich noch so finde. Vielleicht irgendwas für Leo oder. Was kaufst du da? Nichts. Ich habe nur Warenkorb gehört. Nein. Ich habe noch Zeit. Was hast du bisher gemacht? Halbzeit? Ich möchte wissen. Eine Sache sage ich dir. Okay. Ach du Kacke. Ich habe Tinder gefunden. Und direkt. Du hattest irgendein Like bekommen oder so. Ja! Ein Like. Ich hab's gelöscht. Was? Jetzt wird's richtig ehrenlos, tatsächlich. Ich habe Tinder gar nicht gelöscht, aber das ist voll die gute Idee. Warum lösche ich das nicht? Muss er ja nicht wissen. Ist jetzt auf jeden Fall gelöscht. Er hat auch noch diese zwei Drachensachen da im Warenkorb. Die bestelle ich ihm jetzt einfach mal aus Nettigkeit mit. Da sind wir bei 55 Euro. Ich finde, das geht doch fit. Kommt alles in 4 verschiedenen Paketen an. Und die 4 Sachen habe ich jetzt bestellt. Und zwar werde ich jetzt die letzte Viertelstunde nur dafür nutzen, einfach Chrissys Handy so lange es geht zu sperren. Ich weiß nicht, wie lange ich es jetzt schaffe in 15 Minuten. Ich habe jetzt in einer Minute... Kann ich es nochmal sperren, danach sind 5 Minuten, danach 15 und es wird immer so weitergehen. Drückt mir die Daumen, Chrissy wird ihr Handy nie wieder benutzen. Ich bin gerade nochmal auf WhatsApp gegangen, auf unseren Chat. Wisst ihr was? Er hat mich einfach als Christine eingespeichert. Ihr müsst wissen, wir nennen uns eigentlich nie bei unserem normalen Vornamen. Nie. Und er hatte mich auch nicht als Christine eingespeichert. Das sieht irgendwie super komisch aus. Das sieht sehr komisch aus. Ich hab gerade... Wieso? Hast du mich wie Christine eingespeichert? Das sieht komisch aus. Ja, ich fand das schöner. Tatsächlich. Ich hab noch Zeit. Du kannst jetzt wieder gehen. Nee, ich will mein Handy wieder zurück. Nein. Doch, noch nicht. Noch. Doch. Nein. Ich wollte eine Sache noch machen. Ich hab noch Zeit. Ich hab wirklich noch Zeit. Ich hab noch Zeit. Okay, ich überleg mir was. Geh zu. Nein. Du kannst mich aufhören. Was? Das kriegst du zurück. Ich lösche jetzt, glaube ich, einfach meinen ganzen Kontakt auf seinem Handy. Dann hat er mich einfach gar nicht mehr. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Wenn er mich dann irgendwann nicht erreicht, hat er selber Schuld. Kontakt löschen. Oh ja, meine Nummer ist nicht mehr eingespeichert. So, warte, braucht er unseren Chat noch oder kann ich den einfach löschen? Wird wohl nichts Wichtiges drin sein, oder? Ich lösche jetzt unseren Chat. Da hat er den gar nicht mehr. Da hat er mich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist, ob ich das mache, aber egal. Chat löschen. Chat löschen. Ich hoffe, er wird nicht sauer sein. Aber er ist selber schuld. Ich wollte Angie nochmal schreiben. Mach schnell. Und zwar, sie weiß nicht, dass wir ein Video aufnehmen. Das wird jetzt richtig fies. Ich wollte irgendwas in die Richtung schreiben. Was würdest du dazu sagen, wenn Max und ich uns trennen würden? Soll ich schrecken? Abschicken? Ja. Oh. Ey, wenn Angie mir das jetzt abkauft, ne? Oh, shit. Ich bin so am Arsch. Die Nachrichten kommen an, sie ist noch nicht online. Ich breche das mit dem Handysperren ab. Ich will eine Antwort davon. Sie ist online. Oh Gott.
Hä? Das Einzige, was sie schreibt, ist ja. Das Einzige, was sie schreibt, ist ja. Echt? Mehr schreibt sie nicht. Da wird Chrissy jetzt böse werden. Da wird es Chrissy böse werden. Ja, ja, gar nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Angie ruft an. Geh mal ran. Geh einfach ran. Angie? Ja. Was ist? Du hast angerufen. Wieso? Du hast angerufen. Ich hab nicht angerufen. Doch. Verpasster Sprachanruf vor 2 Minuten. Das war Max. Okay, ciao. Tschüss. Was hast du da geschrieben? Das ist das Einzige, was ihr dazu sagt? Ja, ich habe geschrieben, ob sie Leo. Ja. Oh mein Gott! Schreibt jetzt in die Kommentare, ob ihr das Ganze hier schön findet. Geh am besten nicht auf. Was du geschrieben hast. Ich? Du kannst mir übrigens nicht mehr schreiben. Was? Hast sie blockiert. Wo ist dein Chat? Ja, was ist das? Chrissy, warum ist dein Chat weg? Ich finde dich nicht. Hast du dich als Kontakt gelöscht? Nein. Das ist aus, Max. Aus dem Maus. Hast du dich jetzt for real gelöscht? Ja. Ich hab da... Und der Chat? Auch. Alles weg? Mhm. Du hast einfach den Chat gelöscht. Ich weiß nicht, wer Christina ist. Brauchst du nicht. What? Ey, wir brechen ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist nicht gut gegangen.